Wichtig auch, bitte immer entlang der Achsen bewegen, nie im freien Raum. Alles, was Sie im freien Raum machen, können Sie nicht steuern. Da wissen Sie nicht, wo landet der Punkt oder die Kante oder die Fläche gerade. Ich überlege mir jetzt hier noch ein bisschen, wie ich das Auto mehr definiere. Brauche ich jetzt erstmal wieder meinen Blendmodus. X-Ray, Kante, Scale Dass jetzt hier tatsächlich so die gute Wahl war mit dem Skalieren, weiß ich erst später. Das heißt, an dieser Stelle mal wieder größere Änderungen gemacht. Vielleicht war es keine gute Idee, also schafft man sich die Möglichkeit, dass man zurückkehren kann. So, hier habe ich jetzt wieder das Problem mit diesen Außenspiegeln, die will ich da irgendwie weg haben. Ich versuche das mal mit dem L, ah, das geht, dann kann ich die jetzt entweder, ich kann die hiden, einfach H drücken, dann sind die hin, aber dann weiß ich nicht, dass sie da sind. Wenn die nicht da sind, dann habe ich halt das Problem, die zu finden letzten Endes, ne? Also tue ich die lieber separieren und pack die dann irgendwo zum Beispiel zu den Lampen. Letzten Endes ist es, kann ich auch eine eigene Gruppe noch dafür machen. So. Was man auch machen kann, zum Beispiel solche Schwärze, aber die sollte man vorsichtig machen. Steuerung gedrückt halten und dann rechte Maustaste kann ich ein Lasso werfen. So, an dieser Stelle ist man tatsächlich an einer ganz blöden Stelle, weil jetzt muss ich wissen, okay, wie sieht das Ding eigentlich aus? Das heißt, ist das rund, ist das eckig? Das kann ich aufgrund der Skizze hier nicht sehen. Und an der Stelle ist es halt wichtig, dieses Bildreferenzmaterial zu haben. Manchmal hilft es auch ein bisschen weiter wegzugehen, um einen Eindruck zu kriegen, okay, wie könnte es denn aussehen? Und ich persönlich würde mich jetzt dafür entscheiden, die Objekte erstmal die X-Ray ausschalten und das Blending, so hilfreich das auch ist, an dieser Stelle hilft es nicht. Und ich würde zumindest versuchen jetzt, ich versuche es mal über die Fläche. Die Fläche rüber zu schieben. Kante. Diese Fläche. Ich werde jetzt kein komplettes Auto bauen. Ne? Ah, sind auch so schöne Fehler. Wie komme ich an das Ding dran? Da ist irgendwo ein Punkt. Wie komme ich da dran? Das ist nur über den X-Ray-Modus und dann schiebe ich den raus, damit ich da wieder dran komme. Und dann sehe ich, da ist noch einer. Und hier müssen wir jetzt gucken, okay, wie ist die Form an dieser Stelle? Nicht definiert, würde ich sagen. Also müssen wir uns die selber definieren. Weil das wird eh verschwinden im Kotflügel. So, wenn ich so, hier kann ich das ganz gut sehen, weil hier habe ich die Schattierung drin. Hier kann ich sehen, das sind Treppeneffekte und die Treppeneffekte, die, um die kümmere ich mich etwas später. Im Prinzip ist es nur, man versucht eine homogene Linie zu schaffen, also sowas wie ein Spline. Das ist letzten Endes immer der Trick an der Geschichte. Genauso wie hier.
weiche Übergänge zu kriegen. So, den haben wir abgehakt und wenn noch weitere Themen sind, dann werde ich die dazufügen. Ich hoffe, ich kann das Video jetzt schneiden. Hier, die muss ich in irgendeiner Form rauskriegen, damit sie wissen. So. Scale X. Ah, das passt, glaube ich, nicht. Oder das Teil. Hier habe ich recht viel Geometrie und die müsste ich jetzt, oder die würde ich jetzt relativ mühsam nach und nach verfeinern. Die muss man halt manuell durch die Gegend schieben. Weiß ich noch nicht, aber irgendwie. Außen. Und ja, hier fehlt mir wahrscheinlich noch ein Stückchen. Also hier fehlt mir noch eine Rundung. Weil die kann ich nicht mit der hier machen, weil hier ist im Prinzip ja der Abschluss gewesen. Das heißt, also diese noch einmal schneiden. Offen. Dass ich die dann auf die Art und Weise da hochziehen kann, um hier die Geometrie zu schaffen. Das hier wird jetzt die seitliche Rundung. Das ist keine einfache Stelle.
Das ist halt diese Stelle hier vom Verdach, vom Coupé. Eventuell muss ich das sogar noch anders machen. Vielleicht entferne ich auch noch mal wieder welche. Sieht, durch das Verschieben handelt man sich auch an anderen Stellen dann Probleme ein und die muss man nach und nach dann lösen. Oh, böse Stelle hier. Zu extrem. Immer wenn es zu extrem ist, was die Flächen angeht, dann kriegt man echt Probleme. Also versucht man das zu minimieren, indem man weiche Kurven, weiche Linienführung dadurch erzeugt. Also hier kann man sehen, das ist eine Kante und im Prinzip versuche ich jetzt hier eine Rundung zu erzeugen, indem ich halt die Kanten so lange verschiebe, bis ich die Punkte so auf einer Ebene habe, dass sich diese Rundung ergibt. Darum, wir verschieben den Ausschnitt immer und ich habe das jetzt auf Alt gestellt statt auf Shift, weil ich besser an die Alt-Taste dran komme. Ist nicht schön, die Kurve, aber die muss halt irgendwann mein Ergebnis erreicht. Da muss es ein besser nicht geben. Die würde ich jetzt erstmal so lassen. Hier an dieser Stelle sitzt sowieso der Kotflügel an. Da wäre jetzt höchstens noch die Frage, das kann ich mal in der Richtung, wie ist eigentlich die, ja, wie ist das gelungen oder nicht gelungen? Und hier kommen jetzt die schwierigen Sachen. Das heißt, wie selektiere ich? Blöde ist nämlich jetzt die Flächen zu erkennen. Durch den Durchsichtigkeitsmodus muss ich halt durchkämpfen.
will alle Flächen hier selektieren. Das ist aber jetzt gar nicht so trivial, weil ich auch dahinterliegende erwische, weil ich im X-Ray-Modus bin. Den X-Ray-Modus brauche ich allerdings auch, um zu gucken, wo bin ich eigentlich. Versuchen wir es mal erstmal mit denen. Und schiebt dann erstmal. Ich glaube, die brauche ich nicht. Glaube, ich brauche nur die. Weil die Formführung ist ungefähr so. Das heißt, hier habe ich sowieso noch die Möglichkeit, den ganzen Kram hier, den muss ich zusammen skalieren. Skaliere auf Y. Bisschen mehr, weil die Kotflügel werden sowieso da rein drücken. Von daher das an der Stelle nichts. So, jetzt habe ich erstmal mein grobes Modell. Hier ist natürlich noch total unausgereift. Üblicherweise habe ich immer gesagt, man schiebt die Liniensegmente so, dass man schon die Form ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist auch weiterhin so. Aber man darf davon natürlich abweichen. So, ich denke, dass ich die keine gute Idee. Wird man eh nicht sehen, weil der Kotflügel davor ist. Hier muss ich auch noch mal ran, um das gerade zu ziehen, damit ich halt die Rundung hier erwische. Das wird sowieso noch etwas aufwendiger werden, ja. Das ist diese Runde hier. Die habe ich hier nämlich total falsch. Das heißt, die muss ich alle nach da schieben. Das kostet mich noch ein paar Minuten Zeit. Die Stelle gehe ich später an. So. Was kommt jetzt? Ein neues Objekt. Neues Objekt. Shift A. Ein Cube. Edit Mode. Und positionieren. Und ich mache mal erstmal zwei. Könnte denn in einem machen? Wäre eine coole Sache. Gibt den gleichen Material. Ups. Oh. Ich glaube, ich Mist gebaut. Na. Ja, die Seite hatte ich ja eh noch nicht angepasst. Ist da sogar ganz gut.
Dreiecken machen sogar Spaß. Nicht einfach. Ja. Immer die Achse erwischen, sonst hat man echt Probleme. So, da komme ich irgendwie nicht durch mit dem Blick. Ich weiß nicht, was ist da, da. Okay. Escape Z. Ganz grob. Sehr grob. Ach Gott. Wir können jetzt das auch so machen, wenn wir hier zum Beispiel uns zu faul sind, da können wir den Nullpunkt von der Skalierung verändern, dann würden wir halt den Nullpunkt hier unten hinsetzen und dann würde er bezüglich dieses Nullpunkts ziehen. Ich mache das meistens nicht, weil mir das Umfeld zu zeitaufwendig ist. Na, da selektiere ich lieber dreimal mehr. Oh. Runter. Vorsichtig. Ich denke, das Prinzip ist klar. Und ich hoffe, dass das den einen oder anderen Tipp gegeben hat, wie man die eine oder andere Stelle modellieren kann. Wie man die Objekte dann in das Auto hineindrückt, das ist situationsbedingt. Das heißt, das kann ich nicht vorhersagen. Also, unser Auto ist jetzt erstmal soweit definiert und logischerweise lange nicht gemacht. Und jetzt verfeinern wir halt immer weiter, bis wir halt unsere Form so weiter kriegen. Und dann fangen wir an, Details zu machen. Ja.